einen Moment und gehen in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das machen wir mit ihm, dem Mann hier rechts, Wolfgang Niedecken. Der war jetzt in den Staaten unterwegs und das auf seinen Spuren. Bob Dylan, der Mann hier links, großer Folksänger, Autor und schon immer ein ganz großes Idol für Wolfgang Niedecken. Niedeckens Trip auf Dylans Spuren, den gibt es bald auch im Kino. Und einen kleinen Vorgeschmack haben wir schon jetzt für Sie. Für mich ist er der Größte unter den amerikanischen Songwritern. Mittlerweile auch Nobelpreisträger für Literatur. Zu Recht. Kein anderer Musiker hat mir einen tieferen Einblick in die amerikanische Seele gegeben. Und kein anderer versteht es bis heute so gut, die Sorgen und Hoffnungen der Amerikaner auszudrücken. Er ist für viele der Polarstern, an dem man sich orientieren kann. Ohne ihn wäre ich mit Sicherheit nie Musiker geworden und viele meiner Songs wären ohne das Werk Dylans wahrscheinlich auch nicht entstanden. Seine Reise führt Wolfgang Niedecken einmal komplett durch Amerika. Von New York über San Francisco bis hin nach Toulouse, in die Geburtsstadt von Bob Dylan. Hier bedeutet seine Musik vor allem den jungen Menschen immer noch eine Menge. In einer ehemaligen Kirche nehmen junge Musiker Dylans Songs neu auf. Das Projekt Toulouse Does Dylan. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass er von hier kommt, dass er einer von uns ist. Das macht mich schon stolz. Und es zeigt, dass man aus ganz einfachen Verhältnissen kommen kann und Menschen dir trotzdem zuhören, wenn du dir treu bleibst. Sein nächstes Ziel, die Stadt Hibbing. Hier sind noch die originalen Instrumente von Bob Dylans erster Band zu sehen. Besitzerin Linda Strobeck zeigt sie ihm. It's really a beauty. It's a treasure. Can I play? Kann ich sie spielen? Oh, ja, na klar. Sie klingt großartig. Ich könnte den ganzen Tag zuhören, wundervoll. Verkauf die bloß niemals. Nein, die vererbe ich. Auf seiner Reise kommt er außerdem zum wohl berühmtesten Bordell der Musikgeschichte, das House of the Rising Sun. Auch Bob Dylan hat diesen Song aufgenommen. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Wolfgang Niedecken trifft auf seiner Reise viele Menschen, die Bob Dylan persönlich kennen. So auch den Musiker Dave Stewart von Eurythmics. Und auch bei diesem Treffen musste Wolfgang Niedecken natürlich zur Gitarre greifen. Ja, Wolfgang Niedecken auf den Spuren von Bob Dylan. Und wenn Sie den ganzen Film dazu sehen wollen, am Sonntag gibt es eine Vorabaufführung, und zwar um 19:30 im Filmforum im Museum Ludwig. Und da setzen wir Sie und Ihre Begleitung gerne auf die Gästeliste. 10x2 Plätze gibt es jetzt für die, die am schnellsten diese Nummer wählen. 0800 567 8500. Ich sag's nochmal. 0800 567 8500. 10x2 Plätze für Niedecken auf Dylans Spuren. Sonntagabend im Kölner Filmforum. Ja, jetzt waren wir mit Niedecken.